Hallo und herzlich willkommen zu Klartext zum Klimaschutz. Klimaschutz bewegt uns alle. Und es ist auch eine der größten Herausforderungen, gemeinsam es hinzubekommen, dass unsere Erde vor dem menschengemachten Klimawandel geschützt wird, dass wir Entwicklungen zurückdrängen können und dass wir vor allen Dingen dafür Sorge tragen, dass der Klimawandel nicht weiter voranschreitet. Das ist eine große Aufgabe für die Politik weltweit, europaweit. Aber natürlich wollen wir als SPD auch klare Entscheidungen im Bund und im Land treffen, um zu sagen, wir nehmen auch den Wunsch der Menschen, etwas für Klimaschutz zu tun, sehr, sehr ernst. Deshalb freue ich mich außerordentlich, heute unsere Bundesumweltministerin Svenja Schulze hier begrüßen zu dürfen, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz ganz schnell gesagt hat, okay, dann müssen wir hier nacharbeiten und quasi schon ein neues Gesetz fast auf dem Tisch liegt. Mit ihr möchte ich mich heute über den Weg, den wir als Sozialdemokraten beim Thema Klimaschutz gehen, unterhalten. Und zu meiner fachlichen Verstärkung habe ich Julia Brandt mit eingeladen. Julia Brandt ist SPD-Mitglied, kandidiert auch für die Landtagswahl, also Kompetenz im Klimaschutz oder für Klimaschutz auch im Landtag. Aber sie ist auch Präsidentin des Landesverbandes für erneuerbare Energien. Sie ist also Expertin an dieser Stelle. Was können wir tun? Wie wollen wir Sachsen-Anhalt beim Klimaschutz aufstellen? Und welche Perspektive bedeutet das zum Beispiel auch für die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt? Ich freue mich ganz, ganz doll auf die Diskussion und sage allen, die zuschauen, ihr könnt euch über Kommentare gerne an der Diskussion beteiligen. Ich glaube, es wird ganz interessant. Und deshalb erstmal an dieser Stelle genug von mir. Und jetzt übergebe ich das Wort an Svenja Schulze, um uns einfach ein bisschen auch in das Thema einzuführen und was da jetzt gerade auf der Bundesebene in der Diskussion steht. Ja, Katja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute in Sachsen-Anhalt sein kann. Ich wäre noch lieber so richtig vor Ort und würde mit Ihnen, mit euch diskutieren. Aber das ist der zweitbeste Weg und deswegen freue ich mich sehr, dass uns das heute Abend gelingt. Ja, was ist jetzt eigentlich passiert? Man muss vielleicht ein bisschen zurückgucken. Die SPD hat es geschafft, in den Koalitionsvertrag hier auf der Bundesebene aufzunehmen, dass es ein Klimaschutzgesetz gibt. Was macht dieses Gesetz? Das Gesetz sagt, wie reduzieren wir eigentlich CO2? CO2, das ist überall drin, wo jetzt Sprit, wo Öl, wo Gas verbrannt wird, wo Kohle verbrannt wird. Und Schritt für Schritt wollen wir umsteigen auf erneuerbare Energien, also Energien aus Wind und Sonne vor allen Dingen. Und dieses Gesetz schreibt ganz genau vor, wie machen wir das? Wie schaffen wir das, Schritt für Schritt rauszugehen? Jeder einzelne Bereich, also der Verkehr, die Gebäude, die Industrie, haben für jedes Jahr ein festes Ziel. Und wenn das Ziel nicht eingehalten wird, dann muss der zuständige Minister nachsteuern. Und dass uns das gelungen ist, als SPD das auf den Weg zu bringen, das war ein Riesenschritt vorwärts. Als ich das damals eingebracht habe, 19, da war die Union nicht glücklich damit. Die hat gesagt, das sei Planwirtschaft. Ich würde die ganze Wirtschaft damit platt machen. Habe ich nicht. Und die Bestätigung dafür, die gab es jetzt vom Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat aufgrund einer Klage von jungen Leuten gesagt, okay, bis 2030 hat die Regierung gesagt, wie sie ihre Ziele erreichen will. Aber dann kommt nur noch die Treibhausgasneutralität in 2050. Dazwischen ist nichts mehr festgeschrieben sozusagen. Und das geht nicht. Das Gericht hat gesagt, es gibt muss Generationengerechtigkeit geben. Es muss auch für die nächsten Jahre genauer gesagt werden, wie wir das Klimaziel erreichen. Das ist Rückenwind für mich, weil in meinem ursprünglichen Gesetzentwurf war das mal. Das hat die CDU, die CSU nicht gewollt, haben das rausverhandelt. Und damit wir das Klimaschutzgesetz überhaupt bekommen, haben wir damals diesen Kompromiss zugestimmt. So, was haben wir gemacht? Donnerstag kam das Gerichtsurteil. Ich habe dann sehr schnell gesagt, okay, das ändern wir. Das ändern wir jetzt sofort noch. Habe mich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Haus zusammengesetzt und wir haben sehr schnell einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt. Ich habe das mit Olaf Scholz besprochen, weil der Finanzminister und Vizekanzler muss natürlich dabei sein, wenn solche wegweisenden Beschlüsse gefasst werden. Und Olaf Scholz hat dann sehr schnell mit mir gemeinsam gesagt, okay, wenn wir das jetzt anpacken, dann nehmen wir auch direkt die Ziele, die wir von der EU bekommen jetzt, die werden jetzt im Laufe des Jahres kommen, dann nehmen wir das direkt dazu, dann machen wir direkt einen runden Entwurf und bringen das sehr schnell dann auf den Weg.
So, und das haben wir die letzten Tage gemacht. Wir haben das gemeinsam berechnet. Wie kann das funktionieren? Wir haben das gemeinsam auf den Weg gebracht, haben jetzt auch Ziele zwischen 2030 und 2050. Und das wird morgen im Kabinett verabschiedet. Und was machen wir jetzt? Wir sind jetzt bei 40% minus. Man nimmt immer das Jahr 1990, um das zu vergleichen. Also im Vergleich zu 1990, 40% minus. Also dafür haben wir eine ganz schöne Zeit gebraucht, um die 40% hinzukriegen. Und dazwischen ist ja auch ganz viel Industrie in der DDR damals zusammengebrochen nach der Vereinigung. Also es war auch nicht so ein Wandel, wie wir uns den eigentlich wünschen. Jetzt sagen wir, wir steuern das, wir gestalten das in bis 2030, also 2030, in 9 Jahren, wollen wir 25% einsparen. Das trauen wir uns zu, weil die Wirtschaft viel weiter ist, weil wir eine ganze Menge auf den Weg gebracht haben. Dann bleiben in den 30er Jahren noch 23% übrig und in den 40er Jahren 12%. Okay, das kann sich kein Mensch merken, viel zu viele Zahlen. Also wir wollen doppelt so schnell sein in den nächsten 25 Jahren wie in den letzten 25 Jahren. Und das schaffen wir auch. Und das ist dann wirklich ein faires Angebot an die nächsten Generationen. Wir sagen, wir bauen jetzt Erneuerbare aus. Wir helfen der Industrie auf dem Weg raus aus CO2. Wir unterstützen Menschen, die ein E-Auto sich jetzt anschaffen wollen, damit es endlich auch gebrauchte E-Autos gibt, weil viele, also ich jedenfalls, kaufe meistens gebrauchte Autos. Da muss es ja auch einen Gebrauchtautomarkt für E-Autos geben. Also das jetzt alles voranzubringen, da sind wir in dieser Legislaturperiode wirklich Riesenschritte weitergekommen. Das Gericht gibt uns jetzt nochmal Rückenwind, sagt, okay, mach da weiter, davon wollen wir mehr. Und das geht morgen, also ihr seid, Katja, natürlich immer ganz, ganz vorne. Morgen geht es ins Kabinett und dann werden wir das noch vor den Sommerferien im Parlament verabschieden, sodass dann für die Zeit danach ein fester Rahmen da ist und der Wettbewerb um die Maßnahmen. Also was kann man noch alles tun? Wir haben ja schon ein Paket vorgelegt. Das sind 90 Milliarden, die wir jetzt schon haben. Jetzt geht es darum, was machen wir noch mehr als das, was wir schon alles vorgesehen haben. SPD hat tolle Vorschläge auf den Tisch gelegt. Vor allen Dingen auch, wie wir das so machen, dass das sich alle leisten können. Mir als Sozialdemokratin ist ganz zentral wichtig. Klimaschutz, das ist nichts, was sich ein paar reiche Leute leisten können, ja, die dann weiterhin einfach das Klima verschmutzen, sondern Klimaschutz, das muss für alle erreichbar sein. Und dafür muss man die Infrastruktur ändern, dafür muss öffentlicher Verkehr ausgebaut werden, dafür brauchen wir mehr erneuerbare Energien. Da wird aber Julia Brandt gleich noch was zu sagen. Also das muss uns jetzt gelingen. Das heißt, es ist ein Riesenaufbau von Infrastruktur. Und das ist was, das kann die SPD wirklich gut. Das haben wir über viele Jahre bewiesen. Wir haben Olaf Scholz an unserer Spitze als den nächsten Kanzler, den wir ins Rennen schicken. Der weiß ganz genau, wie man sowas macht. Das hat er über viele, viele Jahre gezeigt. Und wir wissen, dass jetzt mehr passieren muss, als nur an irgendwelchen Preisschrauben zu drehen, weil einfach mehr Geld bezahlen als Verbraucherin, als Verbraucher, das macht noch keinen Klimaschutz. Es müssen jetzt endlich die Alternativen auf den Tisch. Es muss jetzt endlich da mehr Drive rein, mehr Bewegung rein. Und dafür steht die SPD. Vielleicht so viel zum Einstieg. Ich sage gerne zu den einzelnen Punkten, Katja gleich noch viel, viel mehr. Aber wir wollen ja ein bisschen in den Dialog kommen. Deswegen will ich am Anfang nicht so lange reden. Vielen Dank. Ich danke dir, Svenja. Ich gebe die Frage auch gleich, die mir so da sofort in den Kopf kommt, auch gleich an Julia weiter, aber vielleicht nochmal auch klar zu sagen, dieses Klimaschutzgesetz neu ist tatsächlich ja etwas, was die verschiedenen Ansprüche auch in den Blick nimmt, nämlich den Ausgleich zwischen den Generationen, aber auch klar sagt, es geht nicht nur um die Festschreibung von Daten und von CO2-Mengen, sondern tatsächlich auch um die Beschreibung eines Prozesses. Und der wird sehr, sehr anstrengend für alle Beteiligten. Ein Teil dieses Prozesses muss der Ausbau von erneuerbarer Energie sein. Ganz einfach, wir haben heute in Sachsen-Anhalt gerade durch unseren Wirtschaftsminister mit vorgestellt, die Wasserstoffstrategie für unser Land. Ein Wasserstoff auch als Energieträger der Zukunft. Aber Wasserstoff macht zum Beispiel nur Sinn, wenn er über erneuerbare Energien erzeugt wird. Alle anderen Formen des Wasserstoffs, die erzeugt werden aus Atomstrom oder auch aus Erdgas, die werden ja dem Anspruch nicht gerecht. Und deshalb ist der Ausbau von erneuerbaren Energien so wichtig. Eigentlich, Julia, sind wir da ja ganz gut aufgestellt in Sachsen-Anhalt, aber so für den Verband der erneuerbaren Energien
Wie sieht die Perspektive für unser Bundesland in dem Bereich aus? Vielen Dank, Katja, und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich würde das gerne an zwei Punkten mal klar versuchen darzustellen. Einmal in Bezug auf das, was Svenja Schulze gerade ausgeführt hat mit dem Gerichtsurteil. Jetzt haben wir ja in Sachsen-Anhalt momentan noch kein landeseigenes Klimaschutzgesetz. Das ist eine lang gehegte Forderung der Branche. Und ich glaube, es ist auch zwingend notwendig, um die Prozesse über die einzelnen politischen Ebenen zu koordinieren und auch in Einklang zu bringen. Und das, was mir durch den Kopf gegangen ist die letzten Tage, ist der Bezug zu dem existierenden Klima- und Energiekonzept der Landesregierung. Wir haben als Branche den ganzen Prozess begleitet und haben immer darauf hingewiesen, dass es nicht ausschließlich sinnvoll ist, sich auf das Jahr 2020, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen altertümlich, das war nämlich schon letztes Jahr, sich zu konzentrieren, zu sagen, wie viel CO2 man bis zu diesem Tag eingespart haben möchte, bis zum 31.12.2020, sondern weit darüber hinaus zu gehen, zu sagen, wie viel Energie verbrauchen wir jetzt, nicht nur im Strombereich, sondern wie viel Energie brauchen wir für die Wärme, wie viel Energie benutzen wir, wenn wir Verkehrsmittel nutzen, wie viel Energie benötigt die Industrie. Und daher denke ich, dass ein ganz großer Punkt ist, dieses Klima- und Energiekonzept zum einen vorzuschreiben, das parallel zu dem, was jetzt auf Bundesebene stattfindet, auch in dieser Zeitschiene zu bringen, zu sagen, was 2030 Zielstellung des Landes sein soll, was 2040, 2050 und möglichst noch früher Zielstellung des Landes sein soll, weil wir ja oder weil die Landesregierung ja weiß, dass 2038 mit der Braunkohle Schluss ist. Und der zweite Punkt ist natürlich, einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. Was das konkret für Sachsen-Anhalt bedeutet, will ich mal eindrücklich darstellen an dem, was ich im Windenergiebereich tun muss. Wir haben in den Jahren von 2000 bis 2010 einen Ausbau an Windenergie von ungefähr 3000 Megawatt gehabt. Das sind 3 Gigawatt. Die kommen jetzt in die Jahre, die erreichen jetzt ihr 20. Lebensjahr in diesem Jahrzehnt und die müssen repowered werden. Das heißt also, wir müssen mindestens 3000 Megawatt in den nächsten 10 Jahren errichten, um überhaupt die installierte Leistung zu halten. Und letzten Endes ist der Stromanteil ja nur ein Bruchteil dessen, was wir betrachten. Das heißt also, wir brauchen noch viel, viel mehr erneuerbare Energien. Und ich interpretiere das jetzt mal für mich in der jüngst veröffentlichten Wasserstoffstrategie so, dass wir allein für den Wasserstoff je 5 Gigawatt Wind und Solar pro, also bis 2030 einen Ausbau benötigen, um diese Wasserstoffwirtschaft überhaupt voranzubringen. Das vielleicht als Einstieg. Vielen Dank, Julia. Svenja, das, was gerade beschrieben wurde, also du bist ja unsere Bundesumweltministerin. Ich weiß, dass der Energiebereich in einem anderen Ressort liegt. Und ich weiß auch, dass auch die SPD da an vielen Stellen mit Vorschlägen kam, gerade auch beim Ausbau von Windenergie, erneuerbaren Energien. Wie stellt sich das denn beim Bund gerade dar? Ist das, was Julia gerade beschrieben hat, aktuell so einfach zu realisieren? Das ist im Moment sehr, sehr schwer. Also das hat die Julia Brandt schon sehr genau beschrieben, weil wir brauchen eigentlich viel mehr erneuerbare Energien. Viel mehr, also nicht nur den Ersatz der alten, sondern viel mehr neue. Und das ist ja auch vollkommen klar. Wenn die Industrie umstellt auf eine stärkere Nutzung von Strom, rausgeht aus der Nutzung von Kohle, wenn wir jetzt Wasserstoff brauchen, damit wir für die Industrie den richtigen Treibstoff haben, weil wir wollen ja
CO2-neutral fliegen, Schiff fahren, der Schwerlastverkehr wird wahrscheinlich mit Wasserstoff laufen in der Zukunft. Und wir brauchen auch Wasserstoff für die Industrie. Da, wo so prozessbedingt, also in der Produktion CO2 entsteht, da ist oft Wasserstoff eine sehr gute Alternative, um eben CO2-frei zu werden. Und deswegen sagen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir brauchen mehr Energie in der Zukunft. Selbst wenn wir super effizient sind, klar, das ist der erste Maßstab, ist immer Energie möglichst effizient einsetzen. Aber selbst wenn wir super effizient sind, brauchen wir für die Industrie, brauchen wir für die Mobilität, brauchen wir für Wasserstoff in der Zukunft einfach mehr Energie. Also der Kuchen insgesamt muss größer werden. Und wir brauchen ein anderes Rezept, weil es muss deutlich mehr Erneuerbare da drin sein. Wir steigen aus der Kohle aus. Aber der Kohlekonsens sagt ganz glasklar, es wird genau immer hingeguckt, sind genug erneuerbare Energien da? Weil es geht ja auch darum, dass wir weiterhin Strom haben wollen, sogar mehr Strom in der Zukunft haben wollen. Und diese ganze Debatte ist mit der Union sehr schwer. Die CDU, die CSU weigern sich, diese Ziele anzuheben. Sie sind nicht in der Lage, den Ausbau der erneuerbaren Energien in ihren Ministerien wirklich zu fördern. Der Leitungsausbau kommt überhaupt nicht voran. Wir müssten jetzt ja Leitungen in einer ganz anderen Art durch das Land hindurch haben. Leitungen für den Strom, aber auch Leitungen für den Wasserstoff. Der muss ja irgendwie zu den jeweiligen Firmen kommen, die den Wasserstoff brauchen. Und diese Form von Infrastrukturaufbau, die geht leider mit CDU und CSU im Moment gar nicht. Wir haben jetzt mühsam durchgesetzt, und es hat Julia ja gesagt, dass wir eine Wasserstoffstrategie haben, dass da endlich mal Ziele drinstehen. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätte man noch viel mehr reinschreiben müssen, weil wir wissen, es wird viel mehr gebraucht auch an Wasserstoff. Aber das hakt alles daran, dass die Union da nicht mitgeht. Die Union erklärt, die CDU, CSU erklärt zwar, sie wollen den Ausbau erneuerbarer Energien, aber jeweils nicht in dem Bundesland, in dem sie gerade sind. Also Nordrhein-Westfalen macht Abstandsregelungen, die dazu führen, dass da nichts mehr passiert. In Baden-Württemberg, wo die Grünen mit regieren an der Regierung, da sind, ich glaube, 8 Windkraftanlagen im letzten Jahr überhaupt nur ans Netz gegangen. In Bayern will man das dezidiert nicht haben mit der Windenergie und man hofft darauf, dass der Norden, dass Sachsen-Anhalt, das Mecklenburg-Vorpommern, das Schleswig-Holstein schon den Strom liefern, den wir für ganz Deutschland brauchen. Und so wird das nicht funktionieren. Was hat die SPD jetzt geschafft? Wir haben es geschafft, ein paar Anreize jetzt in das Gesetz hineinzubekommen, dass Kommunen was davon haben, wenn sie Windkraftanlagen haben, weil sie dann einfach zusätzliche Einnahmen haben. Aber im Grunde genommen muss der Wurf größer sein. Das muss die zentrale Zukunftsmission einer Bundesregierung sein. Strom, Versorgungssicherheit sicherzustellen, die Infrastruktur zu liefern. Und das muss vom Kanzleramt, das muss von Olaf Scholz in der Zukunft ganz anders gesteuert werden, damit dieses Klein-Klein endlich aufhört. Der Bund, die Länder müssen an den Tisch. Der Bund hat keine Flächen, auf denen wir dann die ganzen Windkraftanlagen errichten. Das muss Bund, Länder und Kommunen gemeinsam machen. Wir müssen einen Pakt für die Zukunft schließen und sagen, das ist die Energieform, die wir jetzt brauchen. Diesen Pakt, dieses Versprechen brauchen wir, dass wir jetzt Flächen ausweisen, wo das hinkommt. Weil ohne Energie werden wir in Deutschland nicht leben können. Atom ist zu teuer. Aus Kohle müssen wir wegen dem Klima aussteigen. Also müssen die Erneuerbaren jetzt ausgebaut werden. Und da muss mehr passieren, als das im Moment der Fall ist. Du hast absolut recht. Zukunftsmission. Ich sage in solchen Zusammenhängen auch immer, was uns da bevorsteht, ist quasi eine große neue industrielle Revolution, das Umstellen aller Industriezweige, auch unserer eigenen Lebenseinstellungen, zum Beispiel weg vom Benzinauto hin zum Elektroauto. Und all diese Sachen, das ist schon eine unglaubliche Herausforderung. Julia, ich habe gerade bei Svenja Schulze gehört, der Bund hat Möglichkeiten geschaffen, damit Kommunen auch etwas davon haben, wenn es bei ihnen Windkraftanlagen gibt. Eine ähnliche Forderung haben wir ja auch quasi in unserem Wahlprogramm, zu sagen, Kommunen müssen auch etwas haben, die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen etwas davon haben, wenn ihnen quasi in der Nähe eine Windkraftanlage auch hingestellt wird, um den Anteil der erneuerbaren Energien zu erhöhen. Aus deiner Erfahrung, auch aus dem Bereich Windenergie,
Woran hapert es denn aktuell am meisten, wenn es darum geht, zum Beispiel Windenergieanlagen entweder neu zu errichten oder auch zu repowern? Vielen Dank, Katja Pehle, für die Fragen. Woran es hapert, dass Windenergieanlagen weder neu errichtet werden noch repowered werden, ich beziehe das jetzt auch explizit nochmal auf Sachsen-Anhalt, liegt ja zum Ersten daran, dass Repowering und eine Neuerrichtung einer Windenergieanlage, was das Genehmigungsverfahren anbetrifft, völlig gleich ist. Da steht eine Windenergieanlage oder ein Windpark bereits seit 20 Jahren. Und wenn man diesen durch neuere und bessere Windenergieanlagen ersetzen möchte, fängt man im Prinzip komplett von vorne an. Und das kostet sehr viel Zeit und stellt die Investoren und auch die gesamte Branche immer wieder vor sehr große Herausforderungen. Der zweite Punkt, wie kann man Kommunen besser einbinden? Meine persönliche Erfahrung ist, dass wir insbesondere in Sachsen-Anhalt, weil das meine Erfahrung auch aus dem Blick Richtung Thüringen und Sachsen ist, wir haben einen sehr hohen Ausbaustand Anfang der 2000er Jahre gehabt, werden dementsprechend sehr viele Flächen haben, die jetzt ins Repowering gehen und die gezielt auch noch erweitert werden müssen, damit eben entsprechend viele Anlagen repowered werden können, also ersetzt werden können durch neuere Anlagen. Da muss definitiv mehr Handwerkzeug bzw. Tools seitens der Landesregierung bzw. seitens des Landes an die Hand gegeben werden, die die Kommunen in die Lage versetzen, gegebenenfalls mit den Planern, die auf sie zukommen und sagen, wir haben hier etwas vor, zu sprechen. Die Bürgerinnen und Bürger wollen wissen, wie sie sich an einem solchen Prozess für die Entstehung eines Energieprojektes beteiligen können, wie sie sich direkt an einem Projekt beteiligen können. Und letzten Endes soll das alles dazu führen, dass mehr Teilhabe und Beteiligung sowohl am Prozess als auch an Projekten stattfinden muss, um eine entsprechende Akzeptanz zu schaffen. Und was sicherlich für die Politik noch viel wesentlicher ist, es muss geschafft werden, dass damit regionale Wertschöpfung angeleiert wird. Ich mache es jetzt mal ganz plakativ, weil das letzten Endes auch eine Sache ist, die die Branche sehr stark beschäftigt. Wenn alle Windparks in Sachsen-Anhalt repowered würden, ohne diese Beteiligung von Kommunen und auch von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, dann geht es zum Ersten schief. Dann dauert es noch viel länger, als wir uns das alle vorstellen können. Dann gehe ich wahrscheinlich schon in Rente. Und zum anderen führt es dazu, dass wir unsere Ausbauziele schlicht und ergreifend nicht erreichen. Deswegen ist eine weitere lang gehegte Forderung seitens der Branche, dass es eine ähnliche Anlaufstelle geben muss, nicht nur für Windenergie, sondern für den gesamten Bereich erneuerbare Energien, wie die Thüringer das haben, angekoppelt an die Thüringer Energieagentur. Und wir sehen durchaus das Potenzial, das hier auch bei der Landesenergieagentur mit zu verorten, um eben Kommunen eine Anlaufstelle zu geben, Planern eine Anlaufstelle zu geben und Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, zentral oder vielleicht auch mit dezentralen Strukturen. Das ist ja in der Ausgestaltung dann den Akteuren in Summe überlassen, wie man das Ganze macht, um dort mehr Wissenstransfer auch zu schaffen. Du sprichst da gerade einen ganz wichtigen Punkt an, Julia, die Landesenergieagentur, die wir da stärken wollen, auch als Ansprechpartner und Koordinator einzusetzen. Das ist übrigens eine sozialdemokratische Idee gewesen, für Sachsen-Anhalt diese Agentur einzurichten. Ich sage das deshalb, weil gelegentlich man das Gefühl hat, bestimmte Themen sind erst in dieser Kenia-Koalition durch die Grünen angesprochen worden. Hier war es tatsächlich anders. Wir als Sozialdemokraten haben schon frühzeitig erkannt, dass wir eine Anlaufstelle brauchen für Energiefragen von Kommunen, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben jetzt hier im Chat zwei Fragen. Die mit der ersten würde ich einfach mal beginnen und bin gespannt, wer sofort sagt, auch da habe ich eine Antwort drauf. Nämlich, was passiert denn, wenn der Wind nicht weht? Was machen wir denn dann mit dem Thema
erneuerbare Energien, wenn wir keine Kohle mehr haben und keine Gaskraftwerke. Also das zählt doch sicherlich auch unter den Vorhaben, Svenja, nach dem Motto industrielle Revolution, Zukunftsmission. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen natürlich eine sichere Energieversorgung. Da ist man jeder Einzelne darauf angewiesen. Niemand will, dass der Strom mal einfach eben ausfällt. Da sind wir in Deutschland auch überhaupt nicht dran gewöhnt. Das in der Versorgungssicherheit ist uns ganz, ganz wichtig. Und das ist auch für die Industrie sehr wichtig. Wie funktioniert das jetzt? Das kann man heute am Netz schon sehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Leitungsausbau haben, ja. Heute wird schon im Netz ausgeglichen, dass die erneuerbaren Energien eben nicht ganz kontinuierlich immer sozusagen Energie liefern, sondern dass es mal Windflauten gibt, dass es mal sozusagen die Sonne dann nicht scheint bei Solarpanelen. Das kann man ausgleichen, weil wir in Deutschland ja verschiedene Bereiche haben, also wir innerhalb von Deutschland ausgleichen können, wenn mal an der einen oder anderen Stelle kein Wind ist, und wir gleichen auch innerhalb von Europa aus. Im Moment ist das so, dass in der überwiegenden Zeit des Jahres wir sozusagen den Strom an unsere Nachbarn liefern, aber wir insgesamt gleichen wir sozusagen das Netz aus. Es gibt Zwischenspeicher. Und das ist was, was in der Zukunft noch viel stärker passieren muss. Es muss Zwischenspeicher geben, wo die Energie sozusagen gespeichert wird, damit, wenn mal eine Flaute ist und man gar keinen Wind mehr und keine Sonne mehr da ist, man das eben auch ausgleichen kann. Und das funktioniert sehr gut. Als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, vor über 20 Jahren, da hieß es immer, naja, maximal 4% erneuerbare Energien. Mehr kann das Netz nicht aushalten mit den Schwankungen. Heute sind wir mit der Digitalisierung in der Lage, ganz anders zu planen, ganz anders so ein Netz zu steuern. Und wir haben Tage, da sind 70-80% Erneuerbare im Netz. Im Schnitt sind 50% heute schon im Netz. Das lässt sich alles gut steuern. Davon haben die meisten jedenfalls in ihrem Alltag noch nichts gemerkt. Also insofern, es geht alles, es lässt sich gut steuern. Wir werden für die Zukunft mehr Speicher noch brauchen. Aber man sieht auch im Moment, dieser langsame Aufwuchs funktioniert. Stefan Henning schreibt jetzt gerade hier, was für Speicher. Da gibt es die verschiedensten Speicher. Wir haben zum Beispiel in einer Kohleregion im Rheinischen Revier, bei mir zu Hause, einen Speicher, der an einem alten Kohlekraftwerk entstehen wird. Das ist ein Salzspeicher, der dann eben Wärmeenergie aufnehmen kann und zum richtigen Zeitpunkt wieder abgibt. Ganz altes System, was schon viele Jahre funktioniert, sind Wasserkraftwerke. Da wird, wenn zu viel Energie da ist, das Wasser hochgepumpt und dann lässt man es wieder runtersausen, wenn man die Energie braucht und treibt damit Turbinen an. Also da gibt es verschiedenste Speichertechniken. In meinem Lieblingsfußballstadion werden zum Beispiel alte Autobatterien als Zwischenspeicher genutzt, falls der Strom mal da ausfallen sollte. Also da sind wirklich viele Dinge heute schon möglich. Wichtig ist, das Netz muss insgesamt wirklich gut gesteuert werden und wir brauchen Leitungen. Das ist im Moment der Engpunkt, dass wir noch nicht genug Leitungskapazität haben. Und deswegen wird heute leider immer noch Windenergie abgeregelt, heißt das. Also das heißt, die müssen die Windenergieanlagen stoppen und wir können den Strom dann nicht nutzen. An der Stelle, Julia hat das vorhin auch angesprochen, wie kriegen wir denn Netzausbau bedeutet Planung, bedeutet Festlegung von Trassen, meistens dann auch, oder anders, gelegentlich auch Konflikt mit Bürgerinitiativen. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt, den man beim Thema Energiewende mit berücksichtigen muss. Du hast vorhin gesagt, es muss sich auch etwas an der Stelle ändern. Wie kriegen wir denn eine Beschleunigung auch für diese Planungsprozesse hin? Julia, soll ich mal anfangen? Also wie läuft das am besten? Also das Allerwichtigste ist, dass das vor Ort auch wirklich getragen wird. Julia Brand hat das eben erwähnt. Mir hat ein Bürgermeister bei mir zu Hause im Münsterland mal gesagt, wenn so eine Windkraftanlage jemandem anderen sozusagen Gewinne gibt, ich sehe die aber jeden Tag, dann nervt die. Die macht flapp, flapp, flapp und nervt mich. Wenn ich selber sehe, was ich von dieser Windenergie habe, dass nämlich auch Geld in meine Kasse hineinkommt, dass der Kindergarten ausgebaut werden kann oder sonst irgendwie was, dann macht die Windkraftanlage nicht mehr flapp, 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 sondern pling, pling, pling.
Und dann funktioniert das vor Ort ganz anders, wenn man auch sieht, dass man selber was davon hat. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der zweite ist genau das, Katja, was du gesagt hast. Man braucht Unterstützung. Viele Kommunen haben gar nicht so viel Personal, was sich mit Planungen auskennt, mit Genehmigungen auskennt. Sowas wie diese Landesenergieagentur, die hilft, die unterstützt, die bei Planungen auch helfen kann, die Kommunen unterstützen kann, wenn Fragen da sind. Das ist ganz zentral wichtig, weil das ist kompliziert. Das ist manchmal kompliziert mit dem Artenschutz, weil man dann genau wissen muss, was darf ich hier, was darf ich wohlmöglich nicht. Wobei da sehr, sehr viel möglich ist. Es ist kompliziert in der Art und Weise der Planung und deswegen Unterstützung, Hilfe, das als gemeinsames Projekt auch wirklich vor Ort zu begreifen. Das ist das, was bisher überall, so sind die Erfahrungen am besten geholfen hat. Deswegen finde ich, Katja, den Plan, den die SPD für Sachsen-Anhalt vorgelegt hat, wie man das weiter nach vorne bringt, das ist das, was wir bundesweit brauchen. Ja, und auch Unterstützung vom Verband Erneuerbare Energie, um einfach dafür auch zu werben. Wäre das auch ein guter Ansatz? Unterstützt ihr uns dabei? Wir unterstützen, glaube ich, im Hintergrund schon sehr, sehr lange in dem Bereich, weil, um das nochmal herauszustellen, natürlich ist die Landesenergieagentur jetzt schon ein sehr guter Ansprechpartner für viele Energiethemen. Es bedarf aber, wenn man jetzt nochmal eine gezielte Unterstützung für Kommunen, Bürgerinnen und Bürger und auch für Planer, beispielsweise auch für Energiegenossenschaften, wo wir viel zu wenige haben in Sachsen-Anhalt, die aktiv sind und wir auch dafür sorgen können, dass Bürgerinnen und Bürger sich direkt an dem Projekt beteiligen können. Dafür bedarf es dann auch in der Landesenergieagentur ein entsprechendes Mehr an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sonst macht das Ganze nämlich keinen Sinn. Ich würde gerne noch was anfügen zu dem, was Svenja Schulze gesagt hatte. Kommunen haben ja das Thema, dass wenn sie jetzt die ersten Projekte setzen, wir haben das beispielsweise bei einer Veranstaltung, die wir zusammen mit der Agentur Erneuerbare Energien hatten, in Bezug auf die Energiekommune des Monats aus März, Blankenburg im Harz. Da hatten die Akteure, also der Bürgermeister und der Vertreter der Stadtwerke, dort sehr schön berichtet, dass sie am Anfang erstmal sich sehr viel beraten lassen mussten von Anwälten und erstmal eine riesige Lernkurve hatten und sich einmal durch den rechtlichen Boost, den so ein Projekt mit sich bringt, die haben dort ein Mieterschulprojekt umgesetzt. Und das kostet den Kommunen sehr, sehr viel Geld. Und das war ein ganz klarer Wunsch, dass man diese Dinge für Kommunen besser zugänglich macht und auch da Beratung schafft, weil es letzten Endes ja auf der Hand liegt, dass es viel sinnvoller ist, das Geld von Kommunen für solche Projekte zu haben, als es den Anwälten für die immer gleichen Fragestellungen zu geben. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Schelte für die gesamte Anwaltschaft machen will. Ich glaube, gerade im Energiebereich braucht man gute Anwälte, weil das einfach sehr komplex ist und eine gute Beratung ist auch immer was wert und sehr notwendig. Wenn es aber die gleichen Fragestellungen sind, also wenn von Ahrensee bis Zeitz überall Mieterstromprojekte gemacht werden und jede Kommune hat die gleichen Fragestellungen, die sie vorab klären müssen, ist es natürlich viel sinnvoller, das einmal zentral für alle Kommunen hoffentlich durch das Land verfügbar zu machen. Katja, wenn ich eben reingehen darf, die Julia Brandt, vielleicht kannst du nochmal eben Mieterstrom auch erklären, weil das ist was mir als Sozialdemokratin enorm wichtig ist. Windenergie, Solar, das ist nicht nur was für Leute, die ein Grundstück oder ein Haus haben. Wir wollen, dass alle partizipieren können, dass alle mitmachen können bei solchen Projekten. Und Mieterstrom ist eine so eine Lösung. Julia Brandt, du kannst das viel besser erklären als ich. Ich kann das mal versuchen zu umreißen. Dennoch seht es mir vorab nach, auch nicht mit auch nicht ohne einige Kritik daran zu üben, wie Mieterstromprojekte momentan laufen. Es geht ja darum, dass wir insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern auch sehr viele Großsiedlungen haben und einen sehr hohen Mieteranteil. Ich wohne auch in einer Mietwohnung und ich finde das total super. Und dieses Mieterstromgesetz soll letzten Endes befördern, dass sich Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungsbaugenossenschaften
dafür engagieren, oder hauptsächlich eine Solaranlage aufs Dach zu setzen und dann Strom an die Mieterinnen und Mieter anzubieten und zu verkaufen. Da werden sich auch in der nächsten Zeit unheimlich viele Modelle wie Festpreismieten und so weiter und so fort entwickeln. Der Kernpunkt ist aber, dass zum einen Mieterstromprojekte bzw. Quartiersprojekte, das kann ja beispielsweise auch mal sinnvoll sein, wenn man eine neue Eigenheimsiedlung plant, dass die zukünftigen Eigentümer sagen, wir wollen gemeinschaftlich erneuerbare Erzeugungseinheiten betreiben, um unser Quartier zu versorgen und wollen gemeinschaftlich diesen erzeugten Strom nutzen. Und dafür ist es zwingend notwendig, die Dinge, die die EU in der entsprechenden Richtlinie den Ländern, also den Nationalstaaten mit auf den Weg gegeben hat, umzusetzen, um eben solche Quartiersmietprojekte, also Quartiersprojekte zur Eigenversorgung möglich zu machen. Und der Kritikpunkt sei mir gestattet, ich habe immer den Eindruck, dass das ganze Mieterstromkonstrukt, so wie es jetzt ist, letzten Endes nichts anderes ist als eine Verschlimmbesserung der Situation, die ohne die EEG-Umlage auf Eigenstromverbrauch gar nicht erst entstanden wäre. Wir haben beispielsweise in Burg, damals war ich auf Einladung von Umweltministerium und Landesenergieagentur bei der Verleihung Energiekommune des Monats und die hatten noch ein Mieterstromprojekt umgesetzt, bevor es das Mieterstromgesetz gab. Und das ist nicht wirklich etwas, wo man jetzt sagen kann, man macht da Gewinn mit. Das ist jetzt auch nicht zwingend notwendig. Aber die EEG-Umlage, die ja auf den eigenerzeugten Strom durch bundesgesetzliche Regelungen zustande gekommen ist, erschwert solche Projekte definitiv. Und ich glaube, da muss die nächste Bundesregierung ebenso mit ran. Und zugegebenermaßen war das ja auch eine Maßnahme, die zu Zeiten des Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel zustande gekommen ist. Die Ehrlichkeit muss an der Stelle einfach auch sein. Ich habe Svenja aber schon nicken sehen beim Thema, genau. Da muss die nächste Bundesregierung ran. Vielleicht, Svenja, kannst du auch noch mal erklären, ist ja kein Geheimnis, dass wir jetzt am Wochenende Bundesparteitag haben. Hatten und da ja auch viele, viele Sachen, gerade auch beim Thema Klimaschutz, in unser Wahlprogramm aufgenommen haben, weil wir einen Plan haben. Vielleicht kannst du ja an der Stelle auch mal erzählen, was denn unser sozialdemokratischer Plan für dieses Thema ist. Ja, das mache ich gerne, weil die Julia Brandt hat aus ihrer Fachlichkeit heraus natürlich total recht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, dass wir wie früher den Ausbau der erneuerbaren Energien über den Strompreis bezahlen. Das war ganz am Anfang, als erneuerbare Energien noch was Seltenes war, wo wir das erstmal hochbringen mussten. Da war das richtig so. Aber heute muss das anders gehen. Und deswegen haben wir den ersten Schritt schon in dieser Regierung getan. Wir haben erstmal quasi einen Deckel auf die EEG-Umlage gesetzt und haben gesagt, den Rest zahlen wir aus Steuermitteln. Und wir hätten als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gerne die EEG-Umlage ganz steuerfinanziert. Einfach damit Strom billiger wird und gerade die Menschen mit kleinen, mit mittleren Einkommen, für die machen die Energiekosten echt was aus. Da eine Entlastung reinzubringen, das wäre wirklich klasse gewesen. Konnten wir jetzt mit der Union nur den ersten Schritt gehen, also praktisch ein bisschen absenken. In unserem Programm ist jetzt aber glasklar drin, wir wollen diese EEG-Umlage abschmelzen, ist der Begriff dort. Wir wollen, dass die Steuer finanziert wird, der Ausbau der erneuerbaren Energien und nicht mehr von jedem Einzelnen sozusagen über die Stromrechnung finanziert wird. Das wird dann jeder und jede merken. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um solche Mieterstrommodelle zum Beispiel endlich stärker voranzubringen, um insgesamt das Umstellen auf Strom. Wir wollen ja, dass die Leute ihr Auto mit Strom tanken, dass die Heizung verändert wird, um sowas attraktiver zu machen. Das ist Teil unseres Plans und der Plan liegt im Detail da, wie machen wir jetzt diesen
diesen Umbau? Die Gewerkschaften reden immer von Transformation, die wir da vor uns haben. Wie machen wir die genau? Und das Ziel ist, 2040 nur noch erneuerbare Energien sozusagen im Netz zu haben, dafür vorher Leitungen auszubauen. Das kann man schneller machen, wenn man das wirklich zu einer Aufgabe macht, die die gesamte Regierung betreibt. Da ist noch Luft in den Dingen drin, wie das heute läuft. Da muss man die Beratung verbessern. Da muss man auch vom Bund aus helfen, damit das besser läuft. Wir wollen, dass Wasserstoff ausgebaut wird, damit die Industrie dann eben auch eine Perspektive hat. Wir unterstützen ganz massiv den Ausbau der E-Mobilität. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn man erneuerbaren Strom direkt nutzt, also nicht erst umwandelt in irgendwas anderen, was anderes, dann ist das die effizienteste Lösung. Und das nächste Auto, was man sich anschafft, das sollte eins sein, was möglichst wenig CO2 verbraucht, also möglichst kein Sprit mehr verbrennt, sondern elektrisch fährt. Und dafür müssen jetzt einfach mehr und attraktivere Autos endlich auf den Markt kommen. Dafür braucht man eine Ladeinfrastruktur, weil niemand fährt mit dem E-Auto, wenn man es nicht tanken kann. Ja, das ist ja vollkommen klar. Also muss es mehr Ladesäulen geben im Land. So, und da also diese ganzen Teile, diese Puzzleteile, die fügen wir in unserem Plan zusammen und sagen, das ist das, was wir die nächsten Jahre erreichen wollen. Wenn man das als zentrale Aufgabe eines Kanzlers vom Kanzleramt steuert, ist da deutlich mehr Bewegung drin, als das jetzt in dieser Koalition mit CDU und CSU gelungen ist. Es muss endlich die Bremse gelöst werden. Wir müssen endlich in diese Bereiche auch investieren und das voranbringen. Dann gelingt das auch, was wir uns da vorgenommen haben. Wir haben über den Chat auch eine Frage gekriegt, was denn für die Sozialdemokratie Nachhaltigkeit bedeutet. Ist es auch nachhaltig, wenn man tatsächlich auch das Thema Klimaschutz gerecht verteilt und auch den Menschen, die es sich nicht einfach leisten können, die Möglichkeit gibt, zum Beispiel an Entwicklungen wie E-Auto auch teilhaben zu können? Ist das unsere Nachhaltigkeit? Ja, Nachhaltigkeit, wenn man sich das genau ansieht, dann hat dieser Begriff drei Dimensionen. Die erste ist, es muss eine soziale Nachhaltigkeit sein. So eine Gesellschaft, wie wir sie in Deutschland haben, die ist deshalb so erfolgreich, weil wir es schaffen, möglichst viele mitzunehmen, niemanden zurückzulassen. Weil wir ein Sozialsystem haben. Das machen wir auch noch besser. Ist auch ein Teil unseres Programms. Aber das ist bei uns schon mal vorhanden und das ist ein ganz wichtiger Punkt der Nachhaltigkeit, die Gesellschaft sozusagen zusammenzuhalten. Der zweite Punkt ist, das muss natürlich auch generationengerecht sein. Wir müssen auch für die nächsten Generationen hier noch was übrig lassen, die Umwelt, die Natur erhalten. Das ist die Frage der ökologischen Nachhaltigkeit. Und die dritte Dimension ist, es muss auch wirtschaftlich nachhaltig sein. Es müssen Arbeitsplätze für die Zukunft entstehen. Es muss der Wohlstand erhalten bleiben. Das ist die dritte Dimension der Nachhaltigkeit. Wir haben viele in der politischen Landschaft, die picken sich immer nur eins davon raus, also nur die Ökologie oder nur die Wirtschaft. Das ist aber zu wenig. Rund wird das erst, wenn alle drei Dinge miteinander sozusagen in Einklang gebracht werden. Und dann ist das eben so, dass wir nicht morgen aus der Kohle aussteigen, aber dafür sichere Stromversorgung haben und den Regionen eine Perspektive geben, Geld geben, den Umbau organisieren. Und diese Nachhaltigkeit, das ist das, was vor allen Dingen die SPD nach vorne bringt. Beispiel auch für den Süden Sachsen-Anhalts. Wir haben hier ja Braunkohle und die wird auch noch abgebaut bis 2038. Auch dort an einer Perspektive zu arbeiten, sowohl für die Industrie, die von diesem Braunkohlestrom lebt, chemische Industrie bei uns, und auf der anderen Seite aber auch den Menschen eine Perspektive zu geben, die nicht heißt Naturschutzpark, sondern auch Industriearbeitsplätze. Das treibt ganz, ganz viele in Sachsen-Anhalt um, weil wir einfach, und das muss man einfach nochmal betonen, in der Wendezeit 1990 erlebt haben, dass Transformation oder Strukturwandel nur eine schöne Beschreibung war für, wir schließen die Betriebe zu. Und das darf uns einfach nicht passieren. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, auch Klimaschutz mit dieser Nachhaltigkeit für Arbeitsplätze, mit sozialem Ausgleich, natürlich mit ökologischer Nachhaltigkeit zu verbinden.
Wir haben vor diesem Hintergrund jetzt eine ganze Reihe auch von Nachfragen zu verschiedenen Ansätzen. Was kann man tun? Zum Beispiel auch die Frage, wie gehen wir mit dem Thema Batterien um? War auch die Frage, welche Überlegungen gibt es hinsichtlich der Entsorgung unrentabler Windkraftanlagen? Ich glaube, da kann Julia Brandt was dazu sagen. Und dann insgesamt auch mit, was machen wir mit dem ganzen Batteriebedarf und wie gehen wir damit um? Julia, fängst du bitte an? Ja, unrentable Windkraftanlagen, würde ich mal das Wort unrentabel in meiner Erläuterung außen vor lassen, weil es, glaube ich, eher auf das Alter der Windenergieanlagen in den kommenden Jahren ankommt. Nur um das nochmal greifbar zu machen, wir sprechen hier über Windenergieanlagen, die in den nächsten Jahren abgebaut werden, die entweder 500 kW oder 1 MW, also 1 Megawatt oder 2 Megawatt, haben. Moderne Windenergieanlagen bewegen sich heutzutage im Bereich von 4 bis 5 Megawatt. Das heißt also, es geht darum, dass man dann auch den Platz frei macht für Windenergieanlagen, die eine wesentlich höhere installierte Leistung haben und somit auch wesentlich mehr Energie bei entsprechendem Winddargebot bereitstellen können. Das ist ja das, was eigentlich dahinter steht. In Bezug auf das Thema Recycling ist es so, dass die Branche sich natürlich schon seit sehr vielen Jahren damit befasst. Es gibt Leitlinien und Arbeitskreise, die sich damit befassen, die Entsorgung durchzuführen sind. Ich habe beispielsweise mal an einem Podium teilgenommen hier in Magdeburg, wo es auch beispielsweise um solche Themen ging. Haben wir denn schon Abfallschlüssel für alles, was so eine Windenergieanlage, die dann zerlegt wird, hat? Das ist ein ganz großes Thema. Es ist natürlich auch ein großes Thema Rotorblätter, die ja Faserverbundstoffe sind. Nichts anderes wie bei einem Flügel eines Flugzeuges. Das ist relativ gut vergleichbar. Und da gibt es aber mittlerweile eine große Anzahl an Firmen, die sich damit befassen, diese Rotorblätter entsprechend zu zerhäckseln und zu entsorgen. Ich glaube, da ist noch einiges zu tun. Das betrifft beispielsweise auch die Automobilindustrie, was Carbonstoffe anbetrifft, was wohl noch ungleich und schwieriger sein soll. Ich bin da nicht die Entsorgungsexpertin, das ganz sicher nicht. Aber da ist definitiv sehr viel Bewegung in der Branche und das muss vernünftig gestaltet werden, gar keine Frage. In Bezug auf den Punkt alter Batterien, ich glaube, das hatte ich jetzt nebenbei auch im Chat noch gesehen, war ja auch mal eine andere Fragestellung, was mit alten Autobatterien ist. Ich glaube, man muss das nochmal unterscheiden. Es geht nicht ausschließlich um eine ordinäre, also eine normale Autobatterie aus einem regulären Auto, sondern es geht auch darum, ein Zweitleben zu schaffen für Autobatterien aus Elektroautos, ich sag mal aus der ersten Generation. Da ist mir beispielsweise bekannt, dass das BMW-Werk in Leipzig eine solche Anlage gebaut hat, wo sie Autobatterien der ersten Generation E-Autos nutzen, um dort noch Speicherkapazitäten zu schaffen, womit sie dann einen Ausgleich in der Versorgung ihres Werkes gestalten. Und da gibt es mit Sicherheit viele, viele Projekte, die da in den nächsten Jahren kommen werden, wenn es natürlich so ist, dass es dann vielleicht nicht mehr ausreichend ist, damit mit einem Auto 500 Kilometer zu fahren. Aber für eine Zwischenspeicherung diese Batterien auch für ein Zweitleben zu nutzen, da sehe ich durchaus Potenzial und auch hier wird sich mit Sicherheit einiges in der Branche tun, weil es natürlich auch ein Stück weit zur Kreislaufwirtschaft gehört, Dinge, die dann zur Hälfte immer noch gut funktionieren, auch weiter zu verwenden, gerade wenn man sich anguckt, dass im Bereich Batterien ja auch seltene Erden genutzt werden und wenn das einmal zusammengesetzt ist, dann sollte man eine solche Batterie auch so lange wie möglich nutzen, so lange wie es irgendwie Sinn macht. Also Svenja, mit anderen Worten, auch im Bereich Recycling und Entsorgung, Kreislaufwirtschaft brauchen wir auch hier eine industrielle Revolution. Wie kann Bund sowas auch unterstützen? Gibt es da von eurer Seite einen Plan?
Ja, da gibt es einen Plan von der Bundesebene. Es ist aber sogar so, dass wir das europaweit koordinieren. Wir hatten ja die EU-Ratspräsidentschaft im letzten halben Jahr und haben da auch eine Regelung auf den Weg gebracht, die jetzt EU-weiter Standard wird, wo für jede Batterie, jede große Autobatterie, also die, mit denen die Elektroautos fahren, gibt es jetzt einen elektronischen Produktpass, in dem muss genau vermerkt werden, was ist in dieser Batterie drinne? Wie lässt sie sich reparieren? Weil vieles kann man ja auch reparieren. Und das Dritte ist, wie kann man es am Ende recyceln? Und für das Recyceln wird gerade eine Infrastruktur in ganz Deutschland aufgebaut. Also für so die normalen kleinen Batterien gibt es schon Recyclingmöglichkeiten. Die nächste Stufe ist eben jetzt, dass man Autobatterien, diese großen Elektroautobatterien eben auch recycelt. Julia Brandt hat total recht. Die halten erstmal sehr, sehr lange. Selbst wenn sie für das Auto vielleicht nicht mehr genug Kapazität haben, also zu lange brauchen, um geladen zu werden zum Beispiel, dann kann man sie noch gut als Zwischenspeicher, als Puffer einsetzen. Also mehrere Autobatterien gibt es in den ersten Fußballstadien. Das ist dann das Notstromaggregat, was man braucht, falls der Strom mal ausfällt, damit alle noch gut aus dem Stadion herauskommen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, hat die Batterie vielleicht noch ein drittes Leben irgendwo als Speicher in einem Haus oder so. Und erst danach muss man sie auseinandernehmen und die vor allen Dingen die seltenen Stoffe, die dort drin sind, wieder nutzen. Und das ist das, was wir insgesamt in der EU jetzt wollen, mehr Stoffe im Kreislauf führen, also eben keinen Abfall produzieren, nicht noch mehr von den seltenen Erden nutzen, sondern das, was wir haben, immer wieder nutzen. Das ist sozusagen das, was sich hinter Kreislaufwirtschaft verbirgt. Und das wird natürlich auch in Deutschland unterstützt. Wir unterstützen jetzt den Aufbau so einer Infrastruktur. Wir haben in einigen Regionen, die vorher Kohle hatten, also Steinkohle oder Braunkohle, jetzt auch die Idee, solche Recyclingkapazitäten anzubieten. Also da ist wirklich richtig was in Gang und das ist auch enorm wichtig, weil man sieht ja, die Anzahl der Elektroautos nimmt jetzt enorm zu. Es sind noch nie so viele angemeldet worden wie im letzten Jahr und das ist jetzt ein richtiger Boom und deswegen muss natürlich auch der Recycling-Teil dafür jetzt langsam hochgefahren werden. Ja, und vielleicht ist das auch der Beginn, auch für andere Bereiche quasi nicht immer darüber nachzudenken, wenn etwas nicht mehr hundertprozentig funktioniert, es einfach zu entsorgen, sondern tatsächlich den Dingen eine zweite Chance zu geben. Ich wäre ja beispielsweise auch für die Pflicht an alle Elektrogeräte einfach zu sagen, die müssen reparierbar sein. Ich finde das furchtbar, was da manchmal auch einfach nicht mehr zu reparieren geht. Ja, und man müsste erstmal wissen, wie lange hält denn so ein Elektrogerät? Das ist nämlich das, was wir jetzt auch auf den Weg gebracht haben. Ich weiß doch gar nicht, wenn ich jetzt ein kleineres Elektrogerät kaufe, das etwas günstiger ist. Ist das günstiger, weil es einfach schneller kaputt geht? Oder ist das günstiger, weil es eben kein Markenprodukt ist? So, und diese Information, die müssen Elektrogeräte in der Zukunft auch haben. Also ein Hinweis darauf, was ist die Laufzeit sozusagen, die der Hersteller garantiert, damit ich überhaupt wählen kann. Also will ich ein Gerät haben oder was länger eben hält und bezahle da vielleicht einen Euro mehr für und kann es am Ende dann aber auch reparieren. Das ist enorm wichtig, weil gerade viele der jungen Leute reparieren nicht mehr. Kleidung, ja. 60% der Menschen unter 30 haben noch nie ein paar Schuhe reparieren lassen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass man so mit Ressourcen umgeht, ist aber leider so. Ja, da sprichst du ein total wichtiges Thema an, was ganz einfach in Anführungsstrichen ja geht, sich selber auch klimafreundlicher zu verhalten, nämlich tatsächlich immer nicht nach dem Motto, kann das weg, sondern eher sich die Frage zu stellen, kriege ich das repariert, was kann ich tun, damit es noch ein bisschen länger hält. Wir haben jetzt hier im Chat die Frage gekriegt, wir reden über Klimaschutz. Klimaschutz bedeutet natürlich insgesamt auch das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und ich weiß, Svenja, dass wir da auch in der politischen Diskussion mit einem politischen Mitbewerber unterwegs sind. Ist das, was der Bund jetzt vorgelegt hat, reicht das aus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Was sagst du zu der Frage, schaffen wir das? Schaffen wir es bis 35? Weshalb wollen Sie erst 45 und bis 40 noch fossile Energien? Mhm.
Ja, was ist das 1,5-Grad-Ziel? Vielleicht muss man für die anderen noch mal einmal kurz erklären, wo das herkommt. Das Pariser Klimaschutzabkommen hat damals gesagt, dass wir möglichst die Erderhitzung unter 2 Grad halten sollen, besser 1,5 Grad. Und danach gab es einen Bericht des internationalen Klimapanels, die gesagt haben, zwischen 1,5 und 2 Grad verlieren wir so viel, dass wir wirklich versuchen müssen, 1,5 Grad zu erreichen, weil das ist, wo zum Beispiel Korallenriffe noch erhalten werden können, die eben auch eine wichtige Funktion für die Natur haben. So dieses, deswegen streben wir dieses 1,5 Grad Ziel an. Das Pariser Klimaschutzabkommen hat gesagt, das traut sich niemand auf einen Schritt zu, sowas zu erreichen, sondern wir machen das so, jeder Staat sagt, was können wir tun, was trauen wir uns zu, und alle 5 Jahre wird dieses Ziel dann erhöht. Und deswegen haben wir im Moment auf der europäischen Ebene diese Diskussion gehabt, höheres EU-Ziel. Und deswegen haben wir auch in Deutschland jetzt unser Klimaziel nochmal deutlich angehoben. Und das, was wir jetzt machen, doppelt so schnell werden wie in den letzten 25 Jahren. Das ist super ambitioniert. Das sind wirklich, das ist beispielhaft für die Welt. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, der wirklich nicht so schnell lobt. Der hat sowohl im Bundestag als eben auch vergangene Woche beim Petersberger Klimadialog Deutschland nochmal sehr dafür gelobt, dass wir so einen Pfad jetzt gehen. Raus aus der Kohle, mit einer Perspektive für die Regionen, Impfcare bei den Gebäuden, Schritt für Schritt zielgerichtet umsteuern. Und das ist es, was man braucht. Eine gesamte Gesellschaft, die kann man nicht von heute auf morgen umstellen. Wir können nicht sagen, Lockdown forever, ihr bleibt alle zu Hause, damit ihr keinen CO2 mehr sozusagen produziert, sondern das geht nur Schritt für Schritt. Und ich bin fest davon überzeugt, in 5 Jahren können wir uns dann noch mal mehr zutrauen. Aber das, was wir machen, ist beispielhaft für die Welt. Und andere folgen uns jetzt. Andere Staaten haben jetzt auch gesagt, sie wollen klimaneutral werden. Selbst China hat gesagt, sie wollen kohlenstoffneutral werden. Die USA sind jetzt wieder an Bord. Also das ist möglich, dieses Ziel zu erreichen. Aber wir müssen noch mehr Mitstreiter gewinnen. Die Staaten, die wir jetzt an Bord haben, das reicht noch nicht. Dann sind wir noch bei 2,6, 2,7 Grad. Wir brauchen noch mehr Staaten, die mitmachen. Große Emittenten, die sehr viel CO2 in die Luft geben, die müssen sich noch mehr zutrauen. Und das ist das, weshalb ich zum Beispiel letzte Woche diesen Petersberger Klimadialog hatte, um auf der ganzen Welt zu werben, mitzumachen. Und immer mehr machen das auch, weil sie sehen, ach guck mal, in Deutschland, die schaffen das ohne Atom, die schaffen das, die trauen sich das zu, das perspektivisch ohne Kohle hinzukriegen, und die haben trotzdem einen hohen Lebensstandard. Das führt bei vielen Staaten dazu, dass sie jetzt eben kein neues Kohlekraftwerk bauen, dass sie endlich auf erneuerbare Energien setzen. Und das ist enorm wichtig, weil wenn nur wir aus Kohle aussteigen, und gleichzeitig alleine China 160 neue Kohlekraftwerke baut, dann ist für das Gesamtklima erstmal nicht viel gewonnen. Und deswegen müssen wir zeigen, mit unseren Technologien, mit unserem Know-how, mit dem, was wir können in Deutschland, ja, dass das alles geht und damit auch Beispiel sein für andere. Und insofern, ja, dieser Zielpfad ist noch erreichbar, wenn wir noch mehr dazu kriegen, mitzumachen. Das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst. Also die Anstrengung lohnt sich. Gleichzeitig halte ich es auch für wichtig, Kohlekompromiss ist ja auch schon gefallen, dass wir das, was einmal verabredet ist, auch wenn wir versuchen, schneller und besser zu werden beim Thema Klimaschutz, dass wir an diesen Stellen aber auch die gefundenen Kompromisse weitertragen. Warum? Ich weiß, dass im Burgenlandkreis sicherlich nicht die meisten Menschen in Sachsen-Anhalt leben und davon auch nicht die meisten mit Kohle etwas zu tun haben, womit sie ihr Geld verdienen. Aber da hängt tatsächlich etwas dran für die Industrie, die von diesem Strom abhängig ist. Und einer der großen Industriezweige, neben auch erneuerbaren Energien in Sachsen-Anhalt, ist bei uns die chemische Industrie. Und die brauchen für ihre Erzeugnisse tatsächlich Energiesicherheit. Die können nicht arbeiten, wenn Energieschwankungen im Netz da sind, sondern die müssen sich darauf verlassen. Und auch das Unternehmen, das quasi Kohle noch abbaut, muss sich darauf verlassen, dass der eigene Pfad, der ihnen jetzt zugesichert wurde, eingehalten wurde. Sonst bezahlen die nämlich hinterher nicht die Rekultivierung.
Und das ist auch wichtig. Wir müssen auch dafür sorgen, dass es im Bereich der Industrie eine Verlässlichkeit gibt. Deshalb finde ich das sehr gut, Svenja, dass du sagst, wenn wir, auch wenn wir das jetzt quasi nochmal uns mehr anstrengen wollen, weil wir sagen, wir wollen es auch generationengerecht in Deutschland hinbekommen, dass wir trotz alledem auch das 1,5-Grad-Ziel erreichen können in gemeinsamer Anstrengung. Und meine Frage an Julia ist einfach auch, was müssen wir auch für Impulse setzen, um zum Beispiel auch die Industrie für erneuerbare Energien zu begeistern? Ich habe manchmal das Gefühl, wir müssen da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, zu sagen, schaut euch das genau an. Oder vielleicht auch Firmen hierher nach Sachsen-Anhalt zu holen, die im Bereich der erneuerbaren Energien top sind, weil sie super Produkte produzieren. Was sagst du dazu? Vielen Dank, Katja Pehle. Ich denke, dass es beide Varianten gibt. Ich will mal ein anderes Beispiel nennen im Bereich der chemischen Industrie, weil das ja zumindest ein Industriezweig ist, der auch für Sachsen-Anhalt sehr wesentlich ist. BASF, die sind in ihren Überlegungen schon sehr, sehr weit und haben für sich erkannt, dass sie ihre komplette Produktionskette auf erneuerbare Energien umstellen müssen. Was natürlich auch dazu führt, dass der Politik und auch den regionalen Akteuren vor Augen geführt wird, was das für einen Bedarf an Kilowattstunden bedeutet, was für die Politik auch eine wichtige Kennmarke ist, um dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Ich selber als Präsidentin des Landesverbandes Erneuerbare Energie würde mir wünschen, dass wir an der einen oder anderen Stelle da den Unternehmen, die jetzt noch nicht so progressiv unterwegs sind, gut unter die Arme greifen und diesen Weg auch gehen, weil es zunehmend auch so sein wird, um noch einen anderen Wirtschaftsbereich zu nennen, wo wir das schon gut ausmachen können. Beispielsweise in der Zuliefererindustrie für den Automobilbereich. Es kommt quasi oder es ist schon da. Ich glaube nicht, dass die Industrie darauf wartet, auf die Politik wartet, die ihnen sagt, ihr müsst jetzt auf CO2-Neutralität umstellen. Es ist gerade im Automobilbereich so, dass die Automobilhersteller sagen, über Zulieferer XY, der in Sachsen-Anhalt sitzt, wenn du weiter für uns zuliefern musst, möchtest, dann sorge bitte dafür, dass deine Produkte CO2-neutral erzeugt werden. Und dann ist ein riesiger Standortfaktor die Möglichkeit, erneuerbare Energien zu beziehen. Und dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Im Übrigen nicht nur mit der Perspektive bis 2038 oder 2045. Aus meiner Sicht müssen die in den nächsten 10 Jahren gesetzt werden und zwar möglichst schnell. Natürlich, ohne dabei aus dem Blick zu verlieren, dass die politisch betroffenen Zusagen gehalten werden. Es wird aber viele Wirtschaftsbereiche geben, die selber jetzt auch merken, dass die Politik mal so ein Stück weit hinten ranhängt, auch an der einen oder anderen Entwicklung. Ich glaube, gerade im Automobilbereich war das ja vor 4, 5 Jahren noch nicht absehbar, dass das jetzt eine solche Dynamik bekommt. Und wenn ich jetzt beispielsweise mal schaue, es wird ja auch einige Industrie- und Gewerbegebiete geben, die in den nächsten Jahren entlang der A14 noch entstehen werden, dann wünschen wir uns als Branchenverband natürlich auch ein klares Bekenntnis dazu, wenn das neue Industrie- und Gewerbegebiete sind, dass die Kommunen und auch diejenigen, die dann gegebenenfalls so ein Industrie- und Gewerbegebiet aufsetzen beziehungsweise die Infrastruktur dafür vorhalten und erstellen, dass erneuerbare Energien als Versorgung für diese Industrie- und Gewerbegebiete von vornherein mitgedacht werden. Wir brauchen grüne Gewerbegebiete, nicht was die Parteifarben anbetrifft, sondern was die Farbe des Stroms anbetrifft, weil das ein Standortfaktor ist und dass es nicht erst einer sein wird, sondern dass es bereits einer ist, zeigt ja die Ansiedlung von Tesla in Brandenburg, die in Bezug auf den Ausbau von Windenergie in den vergangenen Jahren leider besser waren als Sachsen-Anhalt. Das muss man ganz neidlos eingestehen. Und ich glaube, da hat Sachsen-Anhalt von seiner wirtschaftlichen Struktur her aber einiges zu bieten,
sodass wir die Dinge, die in anderen Bundesländern gut laufen, einfach den anderen Bundesländern ein Stück weit nachahmen sollten, um auch gemeinsam zum Ziel zu kommen. Meine Oma pflegte da immer den Begriff, mit den Augen klauen ist erlaubt. Also gute Beispiele mitzunehmen, um zu sagen, man macht das selber. Svenja, noch eine Frage auch zu dem, was Julia gesagt hat. Wir müssen einfach sorgen, dass das Thema erneuerbare Energien bei ganz, ganz vielen Dingen immer mitgedacht wird, bei Gewerbegebieten. Ich sage ja auch beim Wohnungsbau. Wie kriegen wir öffentliche Gebäude mit erneuerbaren Energien versorgt? Wie sieht's denn aus? Setzt du als Umweltministerin da tatsächlich auf Argumente, auf Überzeugung zu sagen, nutzt das, wir stellen auch Mittel zur Verfügung? Oder andere, die ja eher sagen, nein, wir brauchen da eine harte Verpflichtung, einen Zwang quasi zum Aufsetzen von Solarenergieanlagen? Also Überzeugung ist immer das, was am besten funktioniert, glaube ich. Und dann, finde ich, muss der öffentliche Bereich vorangehen. Wir müssen zeigen, wie das geht. Ich habe hier jetzt vor 2 Wochen erst wieder eine Solaranlage hier in Berlin besichtigt. Die ist oben auf dem Dach quasi der Stadtwerke obendrauf und versorgt so einen großen Block mit Wohnungen, das Gebäude der Stadtwerke, da ist die Polizei, also unmittelbar nutzbar für alle, die in diesem Wohnblock eben sind. Und solche Beispiele, das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude und trotzdem ist es hier Berlin gelungen, dort Solar aufs Dach zu packen, sieht man von unten auch gar nicht. Solche Beispiele, die muss der öffentliche Bereich liefern. Und ich finde, dann kann man auch sagen, bei allen Neubauten, bei allen Gewerbebauten, da machen wir eine Pflicht, dass ihr selber eben da auch Solar mit drauf macht. Für die meisten Supermärkte rechnet sich das heute schon, für die Baumärkte, weil sie dann nämlich eben auch ihren eigenen Strom produzieren können, den sie ja für den Baumarkt, den Supermarkt eben auch brauchen. Aber das Wichtige ist, der öffentliche Bereich muss als Vorbild da eben auch vorangehen. Und das ist ein Teil dessen, was wir jetzt mit meinem Klimaschutzgesetz auch ändern werden. Normalerweise ist ja bei einer öffentlichen Beschaffung das so, wir müssen immer darauf achten, dass es möglichst kostengünstig ist. Jetzt sagen wir, wir müssen aber auch darauf achten, was ist eigentlich der CO2-Preis? Also rechnet sich das nicht, wenn wir jetzt etwas mehr investieren für die Laufzeit sozusagen, nehmen wir mal einen Dienstwagen, für die Laufzeit des Dienstwagens, ist es dann nicht günstiger, wenn wir auf Elektro setzen oder wenn wir ein neues Gebäude haben, ist es nicht günstiger, jetzt da Solar aufs Dach zu setzen, dass sich dann im Laufe der Nutzungszeit dieses Gebäudes dann auch wieder rentiert. Und so eine Berechnung, die werden wir jetzt neu für den öffentlichen Bereich auch mit auf den Weg bringen. Und ich halte das für ganz zentral, also beispielgebend zu sein, zu zeigen, dass das geht. Und für Neubauten kann man Standards vorgeben. Svenja, was sagst du denjenigen, die der Meinung sind, wir kriegen das alles geregelt, wenn wir einfach nur CO2 teurer machen? Also wenn wir den Ausstoß quasi verteuern und sagen, dann strengen sich irgendwie schon alle an, weniger CO2 auszustoßen. Die Diskussion gibt es ja in der Politik. Ja, es gibt in der Politik Leute, die meinen, wenn man klimaunfreundliches Verhalten einfach nur teuer macht, dass sich dann alles von alleine regelt. Der Markt, die unsichtbaren Kräfte des Marktes regeln das dann alles. Und ich halte das wirklich für Unsinn, weil wir haben da eben gehört, Julia Brandt hat das erzählt, ich selber auch, ich bin Mieterin. Wenn ich jetzt eine höhere Nebenkostenabrechnung bekomme, weil einfach die Gasheizung teurer geworden ist, was kann ich denn dann als Mieterin tun? Ich kann weniger heizen, ich kann mir einen dickeren Pulli anziehen, aber das ist doch nicht das, was wir wollen. Wir wollen doch, dass die Heizung ausgetauscht wird. Und dafür braucht man dann weitaus mehr als nur einen CO2-Preis. Ja? Olaf Scholz sagt immer so schön, wer meint, die mit wenig Geld, die sollen sich dann einfach einen Pulli anziehen, der hat das mit der sozialen Kälte wirklich auf die Spitze getrieben. Und das finde ich auch, das kann doch nicht sein. Genauso ist es mit dem Auto. Also wie soll denn die Krankenschwester bei mir in Münster, die Schicht arbeitet, ja. Wie soll die denn zu ihrer ersten Schicht kommen, wenn es überhaupt gar keinen Bus, gar keine Angebote um diese Zeit in meiner Stadt gibt? Dann kann das Autofahren noch so teuer sein. Die kann sich kein E-Auto kaufen.
Das geht erst dann gebraucht, wie sonst auch immer. Und sie kann auch nicht auf öffentlichen Personennahverkehr umstellen. Das heißt, sie wird einfach nur bestraft und muss mehr Geld dafür bezahlen. Das wird es mit Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht geben. Das muss sozial gerecht sein. Das darf nicht so sein, dass die Leute mit dem vielen Geld dann sagen, na ja, gut, komm, das kann ich mir alles noch leisten. Und der Rest guckt in die Röhre. So kann Klimaschutz nicht funktionieren. Das ist das der Weg, wie man das garantiert zum Scheitern bringt. Und deswegen setzt sich die SPD so dafür ein, dass der CO2-Preis eben nicht auf Mieter umgelegt wird, sondern dass der Vermieter bezahlen muss, weil nur der kann die Heizung austauschen. Eine Mieterin, wir, Julia Brandt und ich, wir können das nicht, sondern das muss der Vermieter tun. Und für die haben wir ein gutes Programm, wo es Unterstützung gibt, wenn man alte Ölheizungen zum Beispiel rausschmeißt, wenn man jetzt auf Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien setzt. Aber nur so wird ein Schuh drauf. Also alle, die erzählen, eine einzige Maßnahme, die ist das Heil und damit kommt der Klimaschutz in Gang. Da wirklich skeptisch sein, nachfragen, genauer nachfragen. Was heißt denn das? Also wer soll dann der Sprit 5 Euro kosten oder was passiert denn dann beim Heizen? Also das alleine wird so nicht funktionieren und deswegen, wir haben am Anfang über Nachhaltigkeit gesprochen. Es muss nicht nur gut fürs Klima sein, sondern es muss auch sozial gerecht sein. Sonst wird das alles nichts. Und es muss natürlich auch die Wirtschaft noch nicht abwürgen. Da haben wir ja eben drüber gesprochen. Genau. Von der Warte her ist es tatsächlich eine große Aufgabe, vor der wir gemeinsam stehen, in den Ländern, im Bund, in der EU. Julia, du als Präsidentin des Landesverbands Erneuerbaren Energien, du hast jetzt hier eine Bundesumweltministerin sitzen. Und es ist ja immer der Moment, wo man quasi mit hochkarätigen Politikern spricht, dass man auch Wünsche formulieren darf. Was würdest du dir denn wünschen für den Bereich der erneuerbaren Energien im Bund, aber auch in Sachsen-Anhalt? Ich bin ja auch noch da. Ja, ich richte einfach mal einen Wunsch an euch beide, also erst an Svenja Schulze. Wenn ich mir angucke, dass das Klimaschutzgesetz den Bundesländern ja jetzt sagt, Mensch, komm zu Potter. Also ich sage das jetzt mal so ganz unkonventionell, dann wünsche ich mir, dass die Bundesländer dann auch sehr stark darauf hingewiesen werden, wie sie schneller werden müssen. Weil das uns insbesondere auch als Mangel in der Kommunikation vieler Themen hilft, was ja auch dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil mit Bezug auf das Klima- und Energiekonzept der Landesregierung in Sachsen-Anhalt super als Beispiel gezeigt hat zum Einstieg. An die Landesebene kann ich ganz klar richten, wäre unser Wunsch, ich formuliere das jetzt mal wirklich als Wunsch, dass wenn eine Regierung steht, an der die SPD hoffentlich teilhat, wir in einem 100-Tage-Programm oder ihr in einem 100-Tage-Programm den Klimaschutz nicht vergesst und möglichst schnell ein Klimaschutzgesetz mit auf den Weg bringt. Also es ist aus meiner Sicht zwingend erforderlich und das ist eine Sache, die die Sicherheit für erneuerbare Energien und für den Ausbau der Erneuerbaren in Sachsen-Anhalt auch nochmal wesentlich verbessern würde. Der zweite Punkt ist, dass Planungen beschleunigt werden müssen. Ich nehme mein Lieblingsbeispiel vom Regionalplan Magdeburg. Ich habe in 2010 bei der Firma Enercon im Vertrieb angefangen und ungefähr um die gleiche Zeit startete eine Fortschreibung des Regionalplans Magdeburg, in dem auch Gebiete für Windenergieanlagen ausgewiesen werden. Dieser Regionalplan ist immer noch nicht fertig. Und wenn ich mich beziehe auf die Pressekonferenz heute Morgen zur Wasserstoffstrategie, wo der Landesentwicklungs- und Verkehrsminister Webel gesagt hat, dass man ungefähr 2025 mit dem neuen Landesentwicklungsprogramm fertig ist, der dann nochmal neue Planungsvoraussetzungen setzt, dann halten wir das als Branche für viel zu spät, weil es dann ja gegebenenfalls nochmal 10 Jahre dauern würde,
um mehr Windenergieanlagen zu setzen. Das heißt also, wir brauchen ein gutes Klimaschutzgesetz, was klare Ausbauziele definiert, was definiert, dass wir mindestens 2% der Landesfläche für Windenergie brauchen, was definiert, wie viel Photovoltaik und auch den Bereich der Biomasse wir benötigen, welche Instrumente die Landesregierung in die Hand nehmen möchte, um auch Kommunen bei einem guten Ausbau erneuerbarer Energien zu unterstützen. Und letzter Satz, insbesondere mit Blick auf Kommunen, das, was wir als Branche die letzten Jahre ausgemacht haben, auch als positiver Promotor, als Verstärker von Energiewende und Klimaschutzthemen in den Kommunen, ist zu schauen, wie Kommunen mit Energiegenossenschaften oder Bürgerenergiegesellschaften und insbesondere auch Stadtwerken zusammenarbeiten, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dort auch viele Geschäftsmodelle der Zukunft liegen, im Übrigen auch für Wohnungsbaugesellschaften. Das ist, glaube ich, ganz klar im Bereich Quartiersmanagement, also im Bereich Quartiersgestaltung, um auch zu gucken, dass dort Infrastruktur beispielsweise zum Laden von E-Autos mitgedacht wird, wenn neue Quartiere entstehen oder bestehende Quartiere so umgebaut werden, dass es auch dort möglich ist, für Svenja und mich als Mieterin ein E-Auto irgendwann mal zu besitzen. Und da sehe ich auch einen ganz starken Fokus, den die Landesregierung hoffentlich legt, um Stadtwerken, die da jetzt schon weiter voranzugehen, positiv beiseite zu springen und die ein oder andere rechtliche Hürde aus dem Weg zu räumen und andere Stadtwerke bzw. Konstellationen auch im ländlichen Raum zu ermutigen, dort mehr für Klimaschutz und für den Ausbau von erneuerbaren Energien zu tun. Ganz viele von den Punkten, die du gerade angesprochen hast, Julia, die sind ja auch bei uns im Programm drin, aber es kommt auf eins an, da hast du vollkommen recht, wir müssen dieses Thema ernst nehmen und das heißt, wir müssen schnell arbeiten. Wir müssen ganz viele Entwicklungen jetzt schnell auf den Weg bringen und halt nicht warten, zum Beispiel mit der Überarbeitung des Landesentwicklungsplans, sondern tatsächlich zu schauen, was kann man jetzt tun und das auch unterstützt vom Bund, einfach um auch zum Beispiel die Ausweisung von Windvorranggebieten einfach zu sagen, die Menschen auch zu signalisieren, ihr habt auch etwas davon. Darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Also mit anderen Worten, Land und Bund müssen hier gemeinsam voranschreiten, damit wir auch gemeinsam das Ziel erreichen, das uns mit dem Erreichen des 1,5-Grad-Ziels auch vorgegeben ist in der zeitlichen Perspektive. Svenja, ja, genau. Katja, darf ich mir da auch was wünschen? Natürlich, wollte ich mal fragen. Darf ich mir da auch was wünschen? Ich würde das absolut unterstützen, was du gesagt hast. Da müssen Bund und Land und auch die Kommunen, also da wird es ja dann konkret, wir müssen alle zusammenarbeiten. Dafür braucht man aber die richtigen Leute vor Ort. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann von allen, die hier zuschauen und zugucken, dass sie Katja Pehle unterstützen. Weil ich kenne Katja jetzt schon einige Zeit. Wir haben lange zusammengearbeitet. Und wenn Katja was hat, dann ist es wirklich Biss und Durchsetzungskraft. Diese Frau, die kann wirklich was für Sachsen-Anhalt bewegen. Dafür braucht sie aber mehr Zustimmung. Und wenn sie dem einen oder anderen erzählen, dass da eine ganz tolle Spitzenkandidatin ist, die wirklich was bewegen will. Und wenn dann diejenigen auch noch zur Wahl gehen, ich glaube, dann haben wir alle was gewonnen, weil dann haben wir jemanden als Ansprechpartner, mit dem man auch von Bundesseite aus wirklich zusammenarbeiten kann. Wir bringen erneuerbare Energien voran und wir haben auch noch mehr Spaß miteinander. Ich finde, das ist auch wichtig. Ja, ich glaube, also erstmal danke für das positive Votum. Und ja, ich nehme mir tatsächlich vor, Sachsen-Anhalt auch beim Thema Klimaschutz voranzubringen. Und zwar auch mit Investitionen in Zukunftstechnologie. Armin Willigmann als unser Wirtschaftsminister hat schon vorgemacht, dass Industrie auch mit dem Blick auf Klimaschutz möglich ist. Und das brauchen wir auch hier. Denn da sind wir uns ja einig, wir müssen quasi die Menschen mitnehmen in den unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube tatsächlich, dafür braucht es Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Man kann nicht Klimaschutz gegen Arbeit stellen, sondern man muss es gemeinsam denken. Und dazu haben wir zumindest einen klaren Plan im Land,
wie auch im Bund. Und ich möchte auf noch etwas hinweisen, worüber wir gar nicht geredet haben. All das, was wir heute besprochen haben, ist ein unglaublicher Motor für Forschung und Entwicklung. Da passiert unglaublich viel. Und Sachsen-Anhalt hat mit seinen beiden Universitäten und den Hochschulen für angewandte Wissenschaften auch eine gute Infrastruktur, um zu sagen, wir kriegen hier junge Leute in wichtigen Bereichen ausgebildet. Hier passiert Forschung, Entwicklung, an der sich ja auch Industrie beteiligen kann, sodass wir da tatsächlich auch ein gutes Klima in Anführungsstrichen haben, um da voranzukommen. Wir haben jetzt noch 8 Minuten. So, dann sind wir quasi mit unserer Diskussion hier zu Ende. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Aspekt an dich, Julia, und auch an dich, Svenja. Wie gehen wir ganz, ganz klar, wenn wir in die Perspektive denken, Wünsche haben wir schon ausgeführt, aber stellt euch mal vor, wir blicken auf das Jahr 2040. Da müssen wir ja ganz viel erreicht haben. Wie sieht das dann aus in Deutschland aus eurer Perspektive? Und auch tatsächlich mal mit praktischen Hinweisen. Also ich bin auch Mieterin. Ich würde mir vorstellen, 2040 muss ich quasi auf meiner jährlichen Abrechnung für die Stromkosten und auch für die Heizung nicht mehr immer gucken, oh Gott, was hat sich da entwickelt, sondern dass ich vielleicht tatsächlich über Mieterstrom auch vielleicht eine Rückzahlung kriege, weil wir das alles gut hingekriegt haben. Was ist eure Vorstellung für, ist ja gar nicht mehr so lange hin, 2040? Na, soll ich mal anfangen? Weil das Energiethema ja bei Julia Brandt ist, würde ich mal das Mobilitätsthema nehmen. Ich fände das total klasse, wenn es uns bis 2040 gelingt, dass wir wirklich überall die Möglichkeit haben, Elektromobilität zu nutzen, dass die Busse, die in den Städten fahren, Elektrobusse sind, weil die sind viel leiser, viel sauberer. Ich würde mich freuen, wenn es uns gelingt, ja auch den Pkw-Verkehr bis dahin auf elektrische Mobilität umzustellen. Das heißt, wir brauchen überall Ladesäulen und Lademöglichkeiten und damit eine ganz andere Form der Mobilität eben auch ermöglichen. Und Mobilität, das ist hier gerade nochmal gekommen, nicht nur über Autos, ich komme aus dem ländlichen Raum, da ist es oft eben die beste Lösung, sondern eben auch eine wirklich gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Julius Leber, ein früherer Verkehrsminister, der Leber hat immer gesagt, damals, jeder soll einen Autobahnanschluss haben. Heute wäre es eigentlich das richtige Ziel zu sagen, jeder muss Zugang zu öffentlicher Personennahverkehr haben, zu intelligenten Verkehrskonzepten, zu der Möglichkeit, auch anders mobil sein zu können, als immer nur mit dem eigenen Auto. Da, wo das möglich ist und da, wo man solche Chancen hat, ist das eine wirkliche Bereicherung des Lebens. Deswegen mehr intelligente Mobilität, das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, weil mobil bleiben, das will ich auf jeden Fall. Mir reicht der Lockdown jetzt. Ich will wieder raus. Julia, deine Vorstellung von 2040? Meine Vorstellung von 2040 ist, dass wir auf die Jahre zwischen 2021 und 2030 zurückschauen, dass wir wesentlich mehr geschafft haben, als die Politik sich heute vornimmt. Weil jede früher eingesparte Tonne CO2 natürlich viel mehr wert ist als die, die später eingespart sind, das vielleicht vorangestellt. Und ansonsten wünsche ich mir auch eine Perspektive darauf, dass Kinder und Jugendliche in der Zukunft aufwachsen werden, in dem Wissen, dass erneuerbare Energien nichts mehr Exotisches sind, sondern was ganz Normales sind. Dass wir 2040 das auch als neue Normalität wahrnehmen, weil sich die Gesellschaft dann auch entsprechend entwickeln kann und wir den Grundstoff, nämlich elektrische Energie, über eine breite Technologievielfalt erzeugen und es so ermöglichen, dass Dinge, die der Gesellschaft wichtig sind, Transport, also letzten Endes vorhanden sind. Und persönlich wünsche ich mir für die Zeit bis 2040, dass das auch noch intensiver begleitet wird über den gesamten Bereich der Bildung, weil wir auch einen sehr, sehr hohen Fachkräftebedarf haben werden in den kommenden 10, 20 Jahren, der zu decken ist. Das heißt also, die
erneuerbaren Branche auch Unterstützung von der Politik, damit Kinder und Jugendliche nicht nur Altenpflegerinnen und Krankenpflegepersonal werden wollen, was ja auch Mangelberufe sind, sondern die Mangelberufe der Zukunft werden auch im Bereich der erneuerbaren Energien liegen. Und es muss toll sein, sich vorzustellen, dass man Windenergieanlagen montiert wird oder im Bereich der Solarbranche ganz tolle Quartiersprojekte in Stadtquartieren umgesetzt hat. Und davon müssen Kinder und Jugendliche in der Zukunft auch träumen. Vielen Dank. Und das vielen Dank bezieht sich jetzt auch auf die gesamte Diskussion, die wir miteinander geführt haben. Ich habe gerade im Kopf, Julia, weil du gerade gesagt hast, Kinder und Jugendliche, nochmal nachgerechnet. In 19 Jahren sind meine beiden Kinder schon hoffentlich lange aus dem Haus und haben eigene Familien gegründet. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie 2040 nicht mit mir schimpfen, sondern dass sie erkannt haben, dass wir uns in dieser Zeit richtig angestrengt haben. Denn das Thema Klimaschutz, das habe ich am Anfang gesagt, ist wichtig, ohne Frage. Unsere Antwort auf diese große Herausforderung ist, Klimaschutz auch im Sinne der Menschen zu gestalten, sie mitzunehmen und ihnen Perspektiven zu geben, Zukunftsperspektiven. Und dazu brauchen wir Investitionen, klare Ziele. Wir müssen aber auch deutlich machen, dass wir, wie gesagt, die unterschiedlichen Lebenswelten der Menschen im Blick haben und nicht alle über einen Kamm scheren, insbesondere nicht über den Kamm der Gut- und Besserverdienenden, sondern dass wir auch Klimaschutz zu einem gemeinsamen gesellschaftlichen Projekt machen können, an dem jeder sich auch tatsächlich beteiligen kann und auch muss. Das sind wir einfach auch unseren Kindern und Enkeln schuldig. Herzlichen, herzlichen Dank an euch beide und kleiner Werbeblock. Wer Expertise für erneuerbare Energien haben will im Landtag, die Julia Brandt kann man in Magdeburg wählen, glaube ich, wäre eine gute Entscheidung. Wir brauchen auch in der Landtagsfraktion Experten, die sich mit dem Thema Klimaschutz und wie können wir die Ziele erreichen, gut auskennen. An dieser Stelle auch Ihnen, die zugeschaut haben, ein herzliches Dankeschön fürs Interesse, fürs Einmischen, fürs Fragen stellen. Und ich hoffe, nein, ich glaube, wir haben tatsächlich etwas heute dazu beigetragen, dass Menschen eine Vorstellung davon haben, wie können wir das hinkriegen und auch wissen, dass es auch in der Sozialdemokratie eine hohe, hohe Kompetenz gibt für das Thema Klimaschutz. Vielen Dank.